ich darf dich ganz herzlich begrüßen zum aktuellen Beitrag zum kommenden Monat April. Insbesondere der Zeitpunkt um die Sonnenfinsternis ist hier im Fokus und darüber hinaus gibt es ebenso spannende Ausblicke im wahrsten Sinn des Wortes. Ich darf sagen, ich war noch nie so gespannt, was sich in den kommenden Tagen zeigen wird, insbesondere in der Zeit um das Ereignis der Sonnenfinsternis. Und eine Finsternis ist immer auch eine Möglichkeit, Rückschau zu halten auf das letzte halbe Jahr, sprich den Zeitpunkt in den Fokus zu nehmen der letzten Finsternis. Und damals gab es hier die Situation im Nahen Osten, der Hamas. Und zeitgleich habe ich hier ein Interview entdeckt, wo der Hamas-Führer zum Ausdruck gebracht hatte, seine Motivation zum Übergriff in Israel. Und erstaunlicherweise war das jetzt nicht im Westen zu sehen, sondern auf einem arabischen Sender. Und er sagte, er wollte verhindern, dass die roten Kühe nach Israel kommen, respektive, dass diese Opferung stattfindet. Ich war sehr erstaunt über diese Bemerkung und ging dem auf die Spur und habe herausgefunden, an sich vielleicht nichts Neues, aber in dem Kulturkreis, wie wir unterwegs sind und bei dem, was wir an Informationen bekommen, vielleicht durchaus, sind die roten Kühe quasi eine biblische Ausdrucksform dessen, dass der Tag der Wiederankunft des Messias hier vorbereitet wird und anlässlich dieses Tages soll der dritte Tempel Jerusalems erbaut wurde. 70 nach Christus wurde der zweite Tempel von den Römern zerstört und seit jeher gibt es hier diese Perspektive der Menschen in Israel und der Juden, diese Wiederankunft des Messias zu ersehnen und entsprechend in dem Fall auch vorzubereiten. Denn es wurde tatsächlich eine Opferstätte gebaut und du siehst hier auch in der Einblendung das Bild dazu. Und ebenso gibt es hier die Ankunft dieser Kühe. Also es ging um diese Makellosigkeit der Kühe. Es darf kein weißes Haar im Fell sein. Diese wurden hier sehr tiefgehend untersucht. Und interessant ist es nun auch, dass diese Kühe woher kamen? Sie wurden von Texas eingeflogen. Du findest diese Informationen auf meiner Webseite im Blog. Artikel und ebenso auf meinem Telegram-Kanal, wo ich etwas näher auf diese Dinge einging. Und spannend ist, dass nun zum Zeitpunkt dieser Finsternis Texas der Schnittpunkt war der Sonnenfinsternis der partiellen im Oktober 2023 und jener am 8. April. Also die Frage stellt sich, ob all das hier ein Zufall ist oder ob das durchaus ein Zeichen ist, dass hier sehr deutlich zu sehen ist, was das bedeutet. Bedeuten wird das natürlich eines, und das ist der springende Punkt, warum hier die Hamas offensichtlich das als Motiv sahen, in Israel einzudringen, wie es hier scheint, dass diese dritte Tempelanlage und was steht dort? Die Al-Aqsa-Moschee. Das Symbolbild oder eines der drei großen Symbolbilder der Muslimen und ebenso der Palästinenser. Das bedeutet, ebenso im Telegram-Kanal siehst du einen Beitrag, wo auf das hingewiesen wird und wo das im Diskussionsfeuer steht, diese Diskussion mit der Moschee und der dritten Tempelanlage. Was bedeutet es, wenn die Kühe tatsächlich hier geopfert werden? Es bedeutet, dass die Asche der Kühe mit Wasser vermengt wird und jenen Menschen hier verabreicht wird, die diese dritte Tempelanlage erbauen zur Reinigung und zur Vorbereitung dieser Ankunft des Messias. Der Preis dafür ist, dass die Al-Aqsa-Moschee hier weg muss. Was das in Religionskontexten bedeutet für diese Gruppierungen, können wir uns nicht vorstellen im Westen. Jedenfalls ist das offensichtlich hier ein Kontext gewesen für diesen Krieg, für einen heiligen Krieg aus der jeweiligen Perspektive. Und ebenso zeigt sich nun hier zur kommenden Sonnenfinsternis eine Konstellation, wo Mars
auf 15 Grad Fische steht und ausgelöst wird durch den Mars. Der Mars trifft auf den Saturn dann exakt am 10.04. Das heißt, auf 15 Grad Fische ist das ein Aspekt astrologisch. Fische ist immer die Qualität des Endes. Und auch der Saturn, Hüter der Zeit, der nun durch Mars ausgelöst wird, ist es einerseits das Ende, andererseits auch Mars beherrscht die Qualitäten, die nun stattfinden im Zeichen Widder, auch der Beginn. Das heißt, Anfang und Ende sind hier beisammenliegend. Anfang und Ende von was? Das sind große Paradigmen, große biblische Effekte, die nicht an uns vorbeigehen, denn es sind auch hier die Vereinigten Staaten sehr besonders involviert, denn nicht zuletzt sind diese auch mit den Israelis hier stark in Verbindung. Und dieser Konnex darf nicht ganz vergessen werden, denn zeitgleich oder zeitnah wird sich auch in den Vereinigten Staaten einiges verändern, wie ich später noch in weiteren Videos darauf eingehen werde. Nun kommen wir zu den Eklipsen. Diese sind sehr interessant, einerseits im Verlauf, andererseits über die Botschaften, die sie zeigen, denn die letzte totale Sonnenfinsternis war am 21.08.2017 und sie verlief durch sieben Städte mit dem Namen Salem. Salem ist ein alter Begriff für Jerusalem und ebenso für Frieden. Das heißt, Jerusalem und Frieden sind ganz wichtige Symbolbegriffe in dieser Zeit und auch anlässlich dessen, wie wir eingestiegen sind und des kulturellen Spannungsfeldes, dürften wir hier genau diesen Fokus setzen. Und dass andere Ereignisse stattfinden zurzeit noch, ist eine Geschichte für sich. Und wir fokussieren uns auf diese Richtung, denn die Finsternisse sind offensichtlich kein Zufall. Und so gehen wir auch auf das nächste Schaubild, wo die partielle Sonnenfinsternis von Oktober 2023 eingeblendet ist und den Schnittpunkt zeigt mit dem 8. April 2024 eben im Bundesstaat Texas. Jene Umgebung, wo ja die Kühe stammen, die nun hier in Israel geopfert werden, um den dritten Tempel zu erbauen. Und das ist vielleicht ein Zufall, vielleicht auch nicht. Dennoch gibt es hier meistens keine Zufälle. Und so zeigt sich hier in der nächsten Darstellung das Gesamtbild der letzten Eklipsen in einer besonderen Form, die wiederum hier das Alpha und Omega repräsentieren, das Anfang und das Ende. Die Frage ist, wovon? Und X bedeutet im Hebräischen den letzten Buchstaben im Alphabet mit Taf. Und der erste Buchstabe ist Aleph. Und du siehst hier in der Darstellung, dass die Symbolik hier nicht zufälliger sein kann. Und in einer größeren Darstellung, wenn ich dir den Schnittpunkt zeige, dieser beiden Kreuzungspunkte, wo die Eklipsen sich nun begegnen, haben wir wieder Salem im Mittelpunkt. Wie gesagt, ist das ein Zufall oder kein Zufall? Das können wir nur für uns symbolisch erahnen und wiederum hier die Signale deuten, die in Richtung Frieden uns aufrufen möchten. Und es ist eine sehr interessante weitere Komponente, die hier sich zeigt, denn die Mitte der beiden Eklipsen von 2017 und 2024 war der 14.12.2020. Damals gab es ebenso eine Sonnenfinsternis und sieben Tage danach mit dem 21.12.2020 der Beginn der Luftepoche mit dem Eintritt von Saturn und Jupiter in das Zeichen Wassermann. Das heißt, es ist schon eine sehr, sehr spannende Qualität, hier mit diesen zeitlichen Übereinstimmungen und auch den Botschaften in der Astrologie und den Beobachtungen in der Welt da draußen. Denn 2020 war das entscheidende Jahr und 2020 war jenes Jahr, wo einerseits das alte Paradigma nochmal so richtig durchgeschlagen hat mit Saturn und Pluto. Und diese beiden repräsentieren eine Qualität, die ich unter dem Teufel und Luzifer zusammenfasse. Nicht, dass diese beiden Qualitäten Pluto und Saturn mit dem Synonym zu sehen sind, sondern eine gewisse Frequenz dorthin uns führt. Und die Prinzipien Wassermann und Fische, als auch Uranus und Neptun, führen uns auf eine friedvolle
ganzheitliche, befreite Menschheit. Das bedeutet wiederum, wie in den letzten Beiträgen auch herausgestrichen, das Thema der alten Matrix ist hier sehr zugegen und für mich auch sehr repräsentativ für diese Zeit und ebenso in der Situation, wo andere Indikationen darauf hinweisen, dass tatsächlich hier etwas anderes noch im Spiel zu sein scheint. Es gibt ja göttliche Zeichen, die uns in Richtung Frieden führen möchten und auch klare Botschaften schicken, dass wir darauf uns ausrichten und uns einrichten. Dennoch gibt es Kräfte, die hier offensichtlich am Werk sind und deswegen ist das das Ende dieser alten Kräfte und der Beginn dieser neuen Kräfte, die hier das göttliche Menschsein, das friedvolle Menschsein, das Miteinander sich wünschen. In der nächsten Darstellung findest du wieder eine sehr interessante Begebenheit, nämlich dass das letzte X in den Vereinigten Staaten nach sich zog ein starkes Aufkommen von Erdbeben. Das war am 16.06.1806 und am 17.09.1811. In dieser Zeit waren immense Erdbeben, die stärksten Erdbeben in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und 6 Monate später, nach 1806, gab es in den Vereinigten Staaten Krieg. Das war die zweite Unabhängigkeitserklärung, wo die Vereinigten Staaten mit Großbritannien hier im Krieg gelegen sind. Das heißt auch, die Eklipsen und nun zur nächsten Abbildung haben immer eine Besonderheit, nämlich die bisherigen totalen Sonnenfinsternissen über den Vereinigten Staaten hatten ja Kriege, Konflikte, die sie nach sich zogen. Das heißt, 1778 und 1780 war die amerikanische Revolution. Danach war der amerikanische Bürgerkrieg und wiederum in den 70ern dann Vietnam. Und nun haben wir die totale Sonnenfinsternis in den Vereinigten Staaten 2017 und 2024. Und man darf sich fragen, seit 2020, wo eben der Mittelpunkt zu sehen ist von diesen beiden Eklipsen, was war damals zufällig zu erleben? Das C-Thema und der Konnex mit den Kriegen. Was hat es hier auf sich? Das ist die große, große Frage. Und die nächste große Symbolik gibt es in einem weiteren Kreuz im Rahmen der Sonnenfinsternisse, der totalen Sonnenfinsternis 1999 und 2006 in der Türkei. Und diese Region um Amasya wurde auch im Alten Testament im Buch der Offenbarung als die Saat Satans bezeichnet. Und Satan hatte dort offensichtlich seinen Sitz und von dort aus, was auch immer geschehen ist, ich habe es nicht im Detail recherchiert, das wäre jetzt zu umfassend geworden, aber eines ist klar, 6 Tage nach dieser Eklipse gab es eines der größten Erdbeben in der Türkei mit 12.000 Toten. Und wie du dich erinnern kannst, das letzte große Kreuz in den Vereinigten Staaten hatte ebenso nach sich gezogen umfassende Erdbeben. Die Frage ist, inwiefern das in den Vereinigten Staaten bei den nunmehrigen Eklipsen stattfinden wird, inwiefern es hier Zeichen geben wird auf der Erde. Wir sehen bereits die Sonnenaktivitäten, wir sehen bereits die Veränderung des Erdmagnetfeldes und Uranus trifft dann auf den Stier und zwar am 21. dürfen wir gespannt sein, was hier geschieht. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt irgendwie Unsicherheiten auszusenden. Es gibt nur Zusammenhänge, die sehr besonders sind und ebenso mit diesem Opfern der Kühe und auch dem Pessachfest, das hier in diesem Jahr ebenso stattfinden wird. Und 13 Tage davor soll die Opferung der Kühe stattfinden. Und wann genau glaubst du, ist das? Eben zur Sonnenfinsternis. Das Pessachfest beginnt am 22. April, also quasi zeitgleich mit der Konjunktion von Jupiter und Uranus. Und Uranus im Stier mit Jupiter kann natürlich zu tun haben mit diesen Erdbeben, kann zu tun haben mit diesen Themen auch von wegen Stier. Stier ist auch quasi eine Symbolik
für die Kühe. Also inwiefern das hier eine Zusammenkunft bedeutet, die nicht zufällig ist, ist einmal überlassen, die Deutung hier zu machen. Dennoch ist es hier eine ganz spezielle Situation. Eine weitere Symbolik gibt es hier, die ich dir zeigen möchte, und zwar der Abstand zwischen dem 8.4.2024, der aktuellen Sonnenfinsternis, und der letzten vom 21.8.2017 ist genau 6 Jahre, 6 Monate, 6 Wochen und 6 Tage auseinander. Ne? Und wer sich ein bisschen auskennt mit diesen Zahlen, 666, 3x die 6, ist das Symbol des Biestes. Jetzt haben wir einen vierten Sechser mit dabei. Was das heißt, kann ich jetzt auch nicht so wirklich deuten. Vielleicht sind wir bereits jenseits dieses Biestes, sind wir bereits jenseits dieser Qualität. Und das Biest ist auch quasi der Teufel, ist auch das, was uns verführt. Und die Antwort darauf ist, dass wir uns jenseits dessen begeben und uns einsetzen für diese Agenda des Friedens. Wie ich vorhin schon gesagt habe, diese beiden Ereignisse der Eklipsen in der Türkei und in den Vereinigten Staaten ist genau 18 Jahre auseinander. Und 18 ist wiederum 6 plus 6 plus 6. Sehr interessant. Und die Entfernung von diesen beiden Epizentren, von diesen beiden Schnittpunkten der Eklipsen, ist exakt 6000 Meilen. Also es sind schon ganz bemerkenswerte Zufälle. Ich habe hier im Telegram-Kanal ein paar Videos eingeblendet, wo du dich tiefer damit beschäftigen kannst. Ich habe das als Quelle herangezogen. Ich habe nicht die Zeit, um in Bibelforschung und Bibeltexten mich zu verlieren und vertiefen. Ich bin alles andere als ein Experte auf diesem Gebiet. Aber dennoch waren diese Zufälligkeiten und auch diese amerikanischen Videos für mich irgendwie durchaus ausreichend Motivation, das hier auch einzuarbeiten im aktuellen Video ein wenig umfassender, damit wir hier nochmal die Symbolkraft dessen verstehen, was diese Zeit in sich trägt und auch klar nochmal spüren, der Tumult da draußen, diese Qualität des Übergangs und jener des Neubeginns hat eine biblische und auch sehr lichtvolle, positive Signatur, dass wir dieses Christusbewusstsein in uns leben, denn der Messias, ob der nun kommt oder nicht, ist eine Frage für sich. Das darf jeder für sich beantworten, inwiefern es hier ein Aberglaube ist, der hier noch ausgedrückt wird in diesen Religionen, oder inwiefern es um das eigentliche Prinzip geht, dass wir mit diesem Christusbewusstsein in uns auf den Weg machen in diese neue Zeit. Das ist vielmehr mein Ansinnen. Und so haben wir nun im April eben diese Qualität, wo das sehr kulminiert sich zeigt. Und wir haben hier einfach eine Auffälligkeit an Symboliken, eben auch mit Mars, Konjunktion, Saturn, den Heiligen Krieg auf 15 Grad Fische, wie eingangs bereits betont. Das mag ein heiliger Krieg sein im Sinne von Waffen, das mag ein heiliger Krieg sein im Sinne von, dass wir auferstehen, dass wir herausgehen aus dieser 3D-Version unseres Seins und der alten Matrix ablegen mit all dem teuflischen Zeug der Beschränkungen, die uns versklaven wollen, die uns hier in eine Richtung führen wollen, die nicht menschlich ist und dadurch verführbar sind mit diesen Attributen von Pluto, Macht, Ruhm, Geld, ewige Jugend. Wir kennen diese ganzen Dinge da draußen in der Welt. Wir kennen diese ganze Vogue-Bewegung, welche die Kinder völlig verwirrt in ihrer Geschlechtlichkeit. Kinder sind die Zukunft und das ist in diesen Tagen wichtig, dass wir diese Unschuld in uns wieder erreichen. Und diese Unschuld erreichen wir dann, wenn wir uns dem höchsten Prinzip unseres Seins widmen, diesem göttlichen Sein. Diese Frequenz macht uns unantastbar für diese Agenda der Architekten der alten Matrix. Und das ist durchaus für mich eine Botschaft, die damit einhergeht, die nicht zufällig mit diesen äußeren Ereignissen passiert und zu Ostern es sein kann, dass diesmal etwas geschieht, wo die Menschen wirklich aufwachen. Ganz abgesehen davon, dass in den Medien bereits diese Themen rund um C kritischer behandelt werden. Ne? Und es ist durchaus sehr leicht möglich,
dass je mehr wir uns friedvoll dort in die Richtung weiter bewegen, auch das im Feld bemerkt wird von allen anderen, die nicht auf der Welle sein müssen, wo wir unterwegs sind gerade, sondern erst diesen Funken bekommen. In nächster Zukunft bauen wir Brücken, bauen wir dieses gemeinsame, friedvolle Zukunftsreich dieser Erde, wo alle Menschen ihren Platz finden. Und das ist auch diese Qualität zum kommenden Neumond, zur Sonnenfinsternis. Wir haben hier auch diese Zusammenkunft eben von Sonne, Mond, dem nördlichen Mondknoten und dem Chiron. Chiron ist ziemlich exakt in Konnektion mit diesem Neumond, mit der Sonnenfinsternis. Das bedeutet ja auch eine sehr heilsame Qualität, eine Auferstehung, wenn wir dieses Göttliche in uns aktivieren. Und der Mars kommt mit Saturn aus den Fischen, aktiviert nun diese Qualität im Zeichen Widder. Also für mich ist das so eine unfassbare Zusammenkunft von Ereignissen und noch dazu mit diesen ganzen anderen Aspekten der Bibel und der Religionen, dass hier es fernab von den Religionen darum geht, und da bin ich in meinem eigenen Metier mit dem Thema Bewusstseinsforschung, Neurowissenschaften und Astrologie, dass es einfach sowas von klar wahrnehmbar und fühlbar ist, dass wir eine Zeit nun hier aktivieren, wo das Leben sich grundlegend ändert. Das bedeutet in dieser Osterzeit, es möge hier das größte Ziel uns beschert werden, auch Saturn, 15 Grad in den Fischen mit dem auslösenden Mars. Das Höchste unseres Seins möge aktiviert werden, das Göttliche, Saturn in den Fischen, die Wahrheit, Mars aktiviert Saturn, die Wahrheit unserer Göttlichkeit, und natürlich ist auch noch der Neptun im Zeichen Fische bis 2025, 26 dann. Das ist in diesen zwei Jahren hier das Wesentliche, was alles verändert. Natürlich wird das bekämpft. Diese Haltung, diese Lichtkrieger werden bekämpft. Deswegen ist der Heilige Krieg nicht die Lichtkrieger gegen die Teufel da draußen, sondern der Lichtkrieger ist einer, der jenseits des Lichtes agiert und aus dem heraus in die Welt geht. Und damit sind wir für diese Agenden nicht mehr erreichbar in der Frequenz. Wir gehen auf eine so hohe Frequenz, und das ist keine Metapher, das ist einfach so, dass wenn du hoch schwingst, ab dem Herzen und aufwärts, bist du nicht mehr erreichbar für diese Ängste der alten Matrix. Und darin besteht genau der Punkt, dass wir diese Mäntel ablegen, und dazu lade ich dich ein, mit auf die Reise zu kommen. Im April startet am 23. der letzte Zyklus vorab einmal zu neues Wachstum, wo wir einsteigen in diese Qualitäten, welche Mäntel du ablegen darfst, welche Zeit für dich reif geworden ist, um dich dem zu widmen, was durch dich auferstehen möchte oder was du in dir zum Ausdruck bringen möchtest. Es gibt hier im Rahmen neues Wachstum, wie gesagt, eine wunderbare Mitreisemöglichkeit. Ebenso in der Community Matrix Gruppe. Mehr findest du unten in der Verlinkung. Ich freue mich, wenn dich dieser Beitrag in dem Fall ausreichend inspiriert, sodass du für dich hier gut ausgestattet den richtigen Fokus setzen kannst. Ich freue mich sehr, und wir sehen uns. Bis dann. Welcome home.